Es ist keine Trauer, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Begriff oder mit dem Prinzip oder mit dem Konzept der Tod. Ein ästhetischer Wert steckt darin, der die Schmerzen des Gedächtnisses verschönert. Der Tod ist die Realisierung der utopischen Idee Gerechtigkeit, weil er am Ende alle nimmt. So schön wie sein Tod, im Alleinsein wie die Propheten und in der Heftigkeit wie die Dichter, war Knut. Es ist keine Trauer, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Namen Knut. Wenn wir ein U vor dem N und ein S vor dem T setzen, erklärt es sich, wer und was dieser Mensch war.